Stell dir vor, ein Asteroid rast unaufhaltsam auf die Erde zu. Was würdest du tun? Wo könntest du Schutz finden, wenn der Himmel auf die Erde fällt? Ist Überleben überhaupt möglich? Stell dir die Szene vor. Der Himmel, normalerweise eine Quelle von Ruhe und Schönheit, verwandelt sich plötzlich in eine Bühne der Zerstörung. Der Tag wird zur Nacht, als ein gigantischer Asteroid die Atmosphäre durchdringt, eine Feuerspur hinter sich herziehend. Du spürst die Erde unter deinen Füßen erzittern. Die Luft scheint zu vibrieren. Und in diesem Moment weißt du, das Unvorstellbare wird Realität. In diesem Video nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die kritischen Phasen eines Asteroideneinschlags. Die Zeit vor dem Aufprall, den Moment des Einschlags selbst und die entscheidenden Stunden danach. Wir zeigen dir, welche Strategien die besten Chancen bieten, dieses katastrophale Ereignis zu überstehen. In dieser Folge bei So überlebst du. Was passiert nach einem Asteroideneinschlag? Schritt 1. Die Warnsignale erkennen und verstehen. In dem Moment, in dem Wissenschaftler einen Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde entdecken, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Nachrichten berichten ununterbrochen, die Spannung ist förmlich zu spüren. Die erste und vielleicht wichtigste Maßnahme, die Warnsignale erkennen und verstehen. In dieser kritischen Phase ist Information Gold wert. Stell dir vor, du sitzt zu Hause, dein Handy vibriert. Es ist eine Notfallmeldung. Die Behörden haben den Einschlag eines Asteroiden bestätigt. Die Uhr tickt, jeder Moment zählt. Es ist keine Zeit für Panik, sondern für umsichtiges Handeln. Das Wissen um den genauen Zeitpunkt und Ort des Einschlags ist entscheidend. Es gibt dir die Möglichkeit, vorausschauend zu agieren und nicht blindlings in die Katastrophe zu rennen. Verfolge die Nachrichten aufmerksam, aber kritisch. Suche nach verlässlichen Quellen, Regierungsmitteilungen, wissenschaftliche Institutionen. Sie bieten die genauesten Informationen. Beachte die Zeit. Wie lange bleibt bis zum Einschlag? Ist es eine Stunde, ein Tag oder eine Woche? Diese Informationen sind der Schlüssel. Sie bestimmen, ob du Zeit hast, deinen Standort zu verändern oder ob du sofort Schutz suchen musst. Die Erde bebt vielleicht noch nicht, aber in deinem Inneren spürst du das Beben der Ungewissheit. Dies ist der Moment, in dem klares Denken über Leben und Tod entscheiden kann. Schritt 2. Den optimalen Schutzort finden. Jetzt mit dem Wissen um Zeit und Ort des Einschlags entfaltet sich die nächste dringende Aufgabe vor dir. Den optimalen Schutzort finden. Dies ist kein gewöhnlicher Sturm, vor dem du Schutz suchst. Dies ist ein Ereignis, das Berge versetzt und Ozeane in Aufruhr versetzt. Dein Zuhause könnte ein sicherer Hafen sein oder es könnte zur Falle werden. Die Zeit drängt, die Straßen füllen sich mit Menschen, die dasselbe Ziel haben. Überleben. Aber nicht jeder Ort bietet gleichwertigen Schutz. Ein Keller? Ja, aber nur, wenn er tief genug ist. Eine Schule aus Beton? Besser als ein Holzhaus. Vergiss nicht die Entfernung vom Einschlagort, je weiter entfernt, desto besser. Jetzt ist der Moment, einen kühlen Kopf zu bewahren. Überlege genau. Wo sind die stabilsten Gebäude? Wo ist die Bevölkerungsdichte niedriger, um Trümmerschäden zu minimieren? Vergiss Straßen, die leicht verstopfen könnten und denke an alternative Routen. Hast du einen Ort im Sinn? Dann los, ohne zu zögern. Jede Sekunde, die du verlierst, könnte die entscheidende sein. Während du unterwegs bist, spürst du die Anspannung in der Luft, sie ist fast greifbar. Die Menschen um dich herum wirken gehetzt, aber du bewegst dich mit Entschlossenheit. Denn du weißt, dass dieses Wissen, der richtige Ort zur richtigen Zeit, der Schlüssel zu deinem Überleben sein könnte. Schritt 3. Notfallausrüstung zusammenstellen. Jetzt bist du auf dem Weg, aber die Hände sind nicht leer. Sie sind gefüllt mit der entscheidenden Notfallausrüstung. Jeder Gegenstand, den du packst, ist mehr als nur ein Objekt. Er ist deine Lebensversicherung in einer Welt, die auf den Kopf gestellt wird. Wasser, das Lebenselixier. Du brauchst genug für mindestens 3 Tage. Essen, das nicht verdirbt, ist unverzichtbar. Energieriegel, Konserven, Trockennahrung. Die Uhr tickt weiter, aber du bist methodisch. Eine Taschenlampe und Ersatzbatterien, weil die Nacht dunkler sein wird als jede, die du je erlebt hast. Erste-Hilfematerialien, sie könnten der Unterschied zwischen Leben und Sterben sein, wenn das medizinische System zusammenbricht. Eine Pfeife, um auf dich aufmerksam zu machen, wenn die Welt um dich herum verstummt ist. Du denkst an deine Familie, deine Freunde. Hast du genug für alle? Kommunikation ist entscheidend. Ein geladenes Handy und ein tragbares Radio, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, wenn die Lichter ausgehen. Du denkst an Wärme, packst Decken und Kleidung. Es gibt keinen Luxus in dieser Auswahl, nur Notwendigkeit. Und während du packst, ist da diese erdrückende Stille, die nur durch das Hämmern deines Herzens gebrochen wird. Du weißt, dass draußen Chaos herrscht, aber in deinem Kopf herrscht Ordnung. Jeder Gegenstand ist ein Schritt näher zur Sicherheit. Jeder Moment, den du jetzt nutzt, ist ein Triumph gegen die unsichtbare Bedrohung, die aus dem All heranrast. Schritt 4. Sichere Zuflucht finden. Jetzt mit deinem Rucksack auf den Schultern fühlt sich jedes Gewicht wie eine Rüstung der Überlebenskraft an. Die nächste Mission? Eine Zuflucht, die mehr ist als nur 4 Wände. Eine Festung gegen die anrückende Zerstörung. Draußen brennt der Himmel fast, eine feurige Vorwarnung des bevorstehenden Einschlags. Die Straßen sind ein Gewirr aus Panik, aber deine Schritte sind fest und entschlossen. Du steuerst keinen Keller an, sondern einen Ort weit entfernt von Fenstern, der den brutalen Kräften des Aufpralls trotzen kann. Ein innerer Raum, ein Bollwerk gegen die vernichtende Energie, die bald freigesetzt wird. Der Boden unter deinen Füßen scheint zu zittern, oder ist es die Angst? Aber Angst ist jetzt keine Option, du überprüfst die Wände. Sind sie robust? Die Decke, wird sie halten?
Jede Sekunde zählt, doch du nimmst dir diese Sekunden, um sicherzustellen, dass dies der Ort ist, an dem du und deine Lieben sicher sein werden. Deine Gedanken sind so scharf wie ein Rasiermesser, während du die Umgebung analysierst. Gibt es irgendwelche entflammbaren Materialien? Wie steht es mit der Struktur des Gebäudes? Ist es erdbebensicher? Jedes Detail ist entscheidend. Draußen mag die Welt in Chaos versinken, aber hier drinnen, in diesem Moment, bist du der Architekt deiner eigenen Rettung. Schritt 5. Kommunikationsnetz aufbauen. In dieser wilden, unwirtlichen Zeit wird die Kommunikation zu deiner Lebensader. Dein sicherer Ort ist jetzt eine Festung, aber sie darf keine Insel sein. Du nimmst dein Handy, doch das Signal ist schwach. Die Türme draußen könnten bald zerstört sein. Es ist Zeit für Plan B, das Radio. Die Luft ist elektrisch, geladen mit der Energie der Ungewissheit. Und durch diese Wellen schneidet die Stimme eines Nachrichtensprechers wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Du notierst jedes Wort, jede Frequenz. Informationen sind jetzt genauso lebenswichtig wie Wasser. Mit deiner Familie und Freunden brauchst du einen Code, ein Zeichen, dass ihr sicher seid. Ein simples Alles klar über das Radio kann wie ein Sonnenstrahl durch die dunkelsten Wolken wirken. Draußen heulen Sirenen. Drinnen ist das Rauschen des Radios deine Verbindung zur Welt. Du überlegst, wie du mit anderen Überlebenden kommunizieren kannst, wenn die Netze ausfallen. Handsignale, Leuchtzeichen. Du bist bereit, eine Nachricht in einer Flasche zu senden, wenn es darauf ankommt. Deine Gedanken drehen sich um Kontakt, um Verbindung in einer Welt, die auseinanderzubrechen scheint. Aber du bleibst standhaft fest in der Überzeugung, dass die Kommunikation der Schlüssel ist, der dich und die anderen durch dieses Inferno führen wird. Schritt 6. Die Expedition ins Unbekannte. Die Welt um dich herum hat sich verändert. Deine sichere Zone ist stark, aber Ressourcen sind knapp. Du schnallst dir deinen Rucksack um. Es ist Zeit, ins Unbekannte zu reisen. Mit einem Kompass in der Hand und einer Karte, die du aus deinem Gedächtnis und den Informationen des Radios gezeichnet hast, machst du dich auf den Weg. Jeder Schritt ist eine Mischung aus Vorsicht und Mut. Dein Herz rast, während du durch die leeren Straßen wanderst, vorbei an zerbrochenen Fenstern und verlassenen Autos. In der Ferne siehst du Rauch, ein Zeichen von Menschen oder Gefahr. Du folgst einem Fluss, dessen Verlauf auf deiner Karte eingezeichnet ist, und findest eine Quelle frischen Wassers. Du füllst deine Flaschen auf und reinigst das Wasser mit Tabletten, die du vorsorglich mitgenommen hast. Jedes Geräusch lässt dich innehalten. Ist es ein Tier, ein anderer Überlebender oder etwas Schlimmeres? Deine Sinne sind geschärft, dein Blick fest auf dein Ziel gerichtet. Du entdeckst essbare Pflanzen, dank deinem Wissen über die lokale Flora. Die Abendsonne malt ein goldenes Bild, aber du weißt, die Nacht bringt neue Gefahren. Mit festem Griff um dein Funkgerät sendest du ein Lebenszeichen zu deiner Basis zurück. Hier draußen bist du sowohl Jäger als auch Gejagter, ständig wachsam und bereit, deinen nächsten Schritt sorgfältig zu planen. Schritt 7. Die entscheidende Begegnung. Mit deinen Füßen fest auf der Erde und deinem Verstand hellwach, stößt du auf das Unerwartete. Eine andere Gruppe von Überlebenden. Herzschlag auf Hochtouren, Freund oder Feind. Deine Hand umklammert fest den Griff deines Messers, aber du hältst Abstand. Kommunikation ist jetzt der Schlüssel. Du rufst eine freundliche Begrüßung, deine Stimme fest, aber nicht bedrohlich. Sie antworten vorsichtig. Ihr tauscht Informationen aus. Sie haben Nahrung, du hast medizinisches Wissen. Ein Tausch könnte für beide Seiten vorteilhaft sein. Doch Vertrauen ist in dieser neuen Welt ein seltenes Gut. Du achtest auf ihre Körpersprache, auf Zeichen von Täuschung. Ein falscher Zug könnte fatal sein. Aber du siehst auch die Erschöpfung in ihren Augen, die gleiche, die du fühlst. Gemeinsam könnt ihr stärker sein. Du triffst eine Entscheidung, du reichst die Hand aus. Sie zögern, dann nehmen sie sie an. In diesem Moment wird dir klar, ihr seid jetzt ein Team, ein neues Rudel in einer wilden, unvorhersehbaren Welt. Aber zusammen mit vereinten Kräften und klugen Köpfen könnt ihr überleben. Du schläfst diese Nacht mit einem Auge offen, aber auch mit einem neuen Funken Hoffnung in deinem Herzen. Schritt 8. Die letzte Festung. Nach den Stürmen, den Begegnungen und den Kämpfen steht nun die finale Herausforderung bevor. Die Errichtung einer sicheren und nachhaltigen Zuflucht. Mit der aufgehenden Sonne im Rücken siehst du ein verlassenes Gebäude am Horizont. Dein Instinkt sagt dir, dass dies der Ort ist. Aber das Gebäude ist nicht leer. Wilde Tiere haben es zu ihrem Zuhause gemacht. Dein Team steht Schulter an Schulter, fest entschlossen. Mit gezielten, effizienten Bewegungen treibt ihr die Tiere hinaus, ohne sie zu verletzen. Jetzt beginnt die Arbeit. Du organisierst Teams, eines baut Barrikaden, das andere sammelt Nahrung, ein drittes bereitet die Wasseraufbereitung vor. Jeder Handgriff sitzt, jede Entscheidung zählt. Die Sonne brennt, der Schweiß läuft, aber die Mauern werden stärker, der Vorrat wächst. Die erste Nacht in der neuen Heimat ist unruhig, aber sicher. Du stehst in der kühlen Nacht auf der Mauer deiner Festung, blickst in die Dunkelheit und weißt, ihr habt es geschafft. In einer Welt des Chaos habt ihr Ordnung geschaffen, aus Fremden eine Familie geformt. Hier in dieser letzten Festung habt ihr nicht nur überlebt, ihr habt einen Neuanfang geschaffen. Du hast noch nicht genug? Kein Problem. Klicke dieses Video, um zu erfahren, wie du einen Riesenhai, den Megalodon, überlebst und was es mit dieser mystischen Urzeitkreatur auf sich hat. Ob es den Megalodon jemals wirklich gegeben hat?